Hallo Freunde, heute kommen wir zu einem ziemlich interessanten Video für einige, glaube ich zumindest. Und zwar möchte ich heute mal die Kosten von dem Hochdach auflisten und zudem möchte ich euch zeigen, wie das Bett hier oben funktioniert. Warum möchte ich euch das zeigen? Weil ich es eigentlich ziemlich genial finde, wie die das damals schon gemacht haben. Und ja, das gucken wir uns als allererstes mal an und dann sage ich euch, was das Ganze hier gekostet hat, ob ihr euch das überhaupt leisten könnt, wie ich mir das geleistet habe und ihr werdet vermutlich überrascht sein. Also wie ihr ganz gut erkennen könnt und in vielen Videos auch schon erkannt habt, hier haben wir eine ganz normale Platte. Hier sind nochmal zwei geteilte Platten und die liegen in Schienen. Und die kann ich jetzt einfach nach vorne ziehen. Dann haben wir schon die größtmögliche Liegefläche. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir nach oben steigen müssen. Jetzt sind wir oben angekommen und müssen diesen Teil des Bettes komplett hochziehen und klinken den hier oben ein und haben die Liegefläche. Wenn ihr ganz schmal seid, so wie meine Freundin, dann kommt ihr hier vorne auch noch durch, aber ich schaffe das nicht. Das heißt, ich muss nachträglich immer dieses Teil hochziehen und ja, das Ganze hält echt gut. Ich wiege so um die 100 bis 105 Kilo, meine Freundin 55, ungefähr 50 vielleicht. Also könnt ihr euch ja ausrechnen, was das Ganze hier trägt. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Ich habe mir hier ein bisschen was notiert, nicht dass ihr euch wundert, dass ich immer ein bisschen nach unten gucke. Und zwar möchte ich jetzt mal die ganzen Kosten auflisten. Ganz wichtig ist hierbei, dass das nur die Kosten sind für das Hochdach selber und den Einbau und den TÜV. Also das heißt, das Ganze drumherum, die MDF-Platten, die Vorhänge und sowas alles, die habe ich nicht mit einberechnet, weil das könnt ihr euch ja so gestalten, wie ihr das möchtet. Deshalb jetzt mal die grundlegenden Kosten für ein Hochdach, wenn ihr euch ein Hochdach einbauen wollt oder aufbauen wollt. Ich werde auch nicht jeden Kleinstbetrag angeben, sondern das werde ich euch hier nochmal auflisten, und zwar wie sich das dann einzeln aufteilt. Ganz wichtig ist natürlich die Anschaffung des Schlachtbusses. Dafür habe ich 1000 Euro bezahlt. 1000 Euro für den gesamten Bus und ich glaube, das war wirklich ein mega Angebot. Also das habe ich bei eBay Kleinanzeigen ziemlich spontan gefunden und bin dann auch sehr spontan dahin gefahren, weil sowas ist natürlich auch begehrt. Und die nächsten wichtigen Ausgaben sind, denke ich mal, der TÜV. Ich habe eine Einzelabnahme machen müssen, wo ich auch gleichzeitig meine Wohnmobilzulassung gemacht habe. Dafür habe ich 154 Euro bezahlt. Und alle Kleinteile, sowie Spachtelzeug, Primer, beim Baumarkt mal eingekauft für sämtliche Dinge oder auch sowas wie den Schneidrad, womit wir das Dach abgemacht haben von dem anderen Bus, all das liste ich euch jetzt hier neben mir einfach mal auf. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe angucken und ich gehe schon mal weiter. Und zwar habe ich gesamt dafür dann bezahlt 1402 Euro. All das hat dann insgesamt 1402 Euro gekostet. Das heißt, wir sind bei Ausgaben von 1402 Euro. Was habe ich jetzt wieder reinbekommen? Natürlich habe ich ja einen ganzen Bus gekauft. Ich habe ja nicht nur das Hochdach gekauft. Und deshalb habe ich auch noch ein paar Einnahmen gemacht. Die gravierendste Einnahme war definitiv der gesamte Ausbau des Busses. Den hätte ich wahrscheinlich auch teurer verkaufen können, aber ich wollte das Ganze einfach schnell vom Hof haben. Deshalb habe ich für den Innenausbau, das heißt Bett, Küche, Schränke, alles drum und dran, 375 Euro bekommen. Als nächstes war bei dem Karthago ein Schiebefenster hinten rechts. Dafür habe ich 100 Euro bekommen. Eine Heckleiter 85, die Türpappen 45 Euro und noch das Schiebefenster auf der linken Seite 70 Euro. Zudem habe ich meine Dachträger von meinem Dach ja noch verkauft, dafür habe ich noch 80 Euro bekommen. Einige Kleinteile wären sogar noch zu verkaufen gewesen, aber der Bus musste dann einfach von dem Hof runter, wo der stand, und wurde dann vom Schrottplatz abgeholt und das für null. Also hatte ich somit auch wieder Glück. Das heißt, Einnahmen an dem ganzen Schlachtbus hatte ich nochmal 755 Euro. Also nehmen wir mal die gesamten Ausgaben, 1402 Euro gegen die gesamten Einnahmen, 755 Euro. Und da kommen wir auf einen Betrag von 647 Euro. Das heißt, ich habe 647 Euro für mein komplettes Hochdach plus Einbau plus TÜV. Und ganz wichtig ist vor allem, das ganze Bett war auch noch dabei und die Schienen, die ihr hier oben im Bild sogar noch sehen könnt, die ganze Verkleidung war auch noch dabei. Das heißt, es ist nicht nur das Hochdach gewesen, sondern natürlich auch das Bett, was oben drin ist.
Ja, und somit liegen wir bei knappen 650 Euro, also 647 Euro habe ich für das ganze Gedöns hier ausgegeben. Sind natürlich noch ein paar Kosten draufgekommen, das ist ganz klar. Die Innenverkleidung, die ganzen Vorhänge und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch ja selber entscheiden, was baue ich da rein, wie teuer wird der Ausbau von dem Hochdach selber. Und von daher denke ich, ist die Summe 650 Euro schon wirklich der Knackpunkt. Und damit bin ich einfach mega happy, wenn man sich mal anguckt, was man einfach so im Internet bezahlt. Vor allem, wenn man so ein Ding neu kauft. Das ist ja fast unbezahlbar, beziehungsweise kann man sich ja noch einen Bus kaufen. Und somit denke ich, dass die ganze Aktion sich definitiv komplett gelohnt hat. Die Ausbeute des Hochdaches ist mega, also wir haben ja jetzt schon eine Menge Zeit darin verbracht und ich glaube, für jeden, der glaubt, das ist so super teuer, hat das jetzt mal gezeigt, dass es auch günstiger geht und vor allen Dingen wirklich günstig geht. Und falls ihr jetzt irgendwelche Teile braucht, zum Beispiel für ein Hochdach oder auch andere Sachen, dann schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch mal alles verlinkt, was ich so verwendet habe. Falls ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr mich gerne nochmal drauf aufmerksam machen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde jedes Kommentar beantworten, jede Frage dazu beantworten. Und ansonsten könnt ihr es ja mit einem Daumen nach oben zeigen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!